Aufstellungsöffnung gewesen ist, von da aber keine Sitzgelegenheiten, aber ich hätte Lust, dass sie auch so irgendwo machen. Ich glaube, es war recht herzlich, Michael Groß als Schirmer der Bundesleitaktion begrüßen. Und ansonsten darf ich vielleicht ganz allgemein alle Anwesenden hier noch was. Das zur Art der Ausbildung. Ich habe also ein paar Zahlen ausgerechnet. Die Strecken, die bei den Prüfungen zurückgelegt worden sind, ich nenne noch eine Zahl, die man nehmen kann. Also insgesamt die 283 Tage waren also fast 176 Kilometer an schwimmerischen Leistungen zurückgelegt. Und allein 5400 Meter Streckentauchen geschwommen oder getaucht. Ich denke, das sind also Zahlen, die Sie hier schon sehen lassen. Öffentlichkeitsarbeit sind sehr gut gelangt. Insgesamt gemacht, circa. Sie meinen jetzt hier den ja, ich denke mal, unser technischer Leiter im Präsidium, der Kümmel, der kann Ihnen gut aus. Also insgesamt haben etwa 300 Ortsgruppen sich beteiligt. Eine Schwierigkeit dieser Aktion war, dass wir vor dem Sommer aufgehört haben. Das heißt, dass die Aktion nur über den Winter, also über die Hallenbadzeit lief. Was wir das nächste Mal begradigen werden. Die nächste Aktion wird also eine ganze Saison, sprich also 1. Januar bis 31.12. sein. Das mag dazu beigetragen haben, dass nicht ganz so viele sich beteiligt haben, wie wir es gerne gehabt hätten. Es gibt eben doch eine ganze Reihe von Gliederungen, die ausschließlich Freibadmöglichkeiten zur Ausbildung haben. Weil das eben nicht so ist, sondern wenn man dementsprechende Initiativen ergreift, eben hier auch die Menschen für, in diesem Fall, das Rettungsschwimmen begeistert werden können. Und hier in Kleve hat, sag mal, ist das beste Beispiel dafür, und zwar deshalb, weil die DLRG sicherlich als Hauptinitiator, dann aber auch, ich sag mal, die Politik, die Wirtschaft und alle haben an einem Strang gezogen, dann natürlich auch die Medienvertreter, das Ganze muss ja auch publik gemacht werden. Insofern hat sich hier haben sich alle relevanten Interessengruppen irgendwo verbündet, aus unterschiedlichsten Motiven sicherlich, aber das Resultat ist, dass hier in Kleve 300 Menschen ein Rettungsschwimmabzeichen gemacht haben. Und wer jemals so ein Rettungsschwimmabzeichen gemacht hat, weiß, dass das kein Kappenstiel ist. Also sehr geehrter Herr Dr. Grosch, meine Damen und Herren der Landes- und Bundesgremien, der DLRG, lieber Herr Kattelanz, liebe Kameradinnen und Kameraden der DLRG-Ortsgruppe Kleve, verehrte Gäste, im Städtischen Museum Horst Kuckuck, der sehr guten Stube der Stadt, darf ich Sie heute Morgen aus diesem hocherfreulichen Anlass alle herzlich begrüßen. Insbesondere heiße ich willkommen den mehrfachen Olympiasieger, mehrfachen Weltmeister Michael Groß. Als vor etwas mehr als einem Jahr die Herren der DLRG-Ortsgruppe in meiner Sprechstunde auftauchten, konnten wir nicht ahnen, dass am Ende dieses ganzen Wettbewerbs und dieser ganzen Aktion der Besuch von Dr. Michael Groß in Kleve stehen würde. Ich möchte an allererster Stelle der DLRG-Ortsgruppe allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern namens der Bürgerschaft der Stadt zu dieser großartigen Leistung, zu diesem beispielhaften Erfolg herzlich gratulieren. Es ist eine Ehre nicht nur für die DLRG-Ortsgruppe, sondern für alle Bürger unserer Stadt. Und dass wir zu diesem Empfang heute Morgen zusammenkommen können mit so vielen jungen Gästen, Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ist mir eine besondere Freude. Aber über all das hinaus, was am festlichen Gepränge heute Morgen zu sehen ist, möchte ich für mich persönlich bekennen, was mich am meisten beeindruckt hat, während der ganzen Aktion, die ich ab und zu persönlich habe sehen können, war der Schwung, die Ausdauer
die Begeisterung, der nie erlahmende Eifer, mit der die DHLRG-Ortsgruppe, die Ausbilderinnen und Ausbilder, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Werke gegangen sind und durchgehalten haben. Ich habe mehrfach gesehen, wie hell begeistert die jungen Mädchen, die jungen Menschen waren. Und das ist, das sage ich ganz offen, was mich an dieser Aktion noch mehr beeindruckt als der Empfang heute Morgen, der am Abschluss dieser Aktion steht. Wenn man mit einem solchen Schwung und einer solchen Begeisterung jungen Menschen ein erreichbares Ziel setzt, damit auch anderen Anstöße und ein Vorbild gibt, dann ist das im Grunde, nach meiner Auffassung, das Wertvollste an dieser Aktion. Und auch dafür und insbesondere dafür möchte ich Ihnen allen und der DHLRG-Ortsgruppe Kleve und allen denen, die daran mitgewirkt haben, ausdrücklich und besonders herzlich Dank sagen. Meine Damen und Herren, verehrte Gäste, das Freibad wartet. Das ist mal die Handelkämpfe. Ja, prima. Da würden wir mal wieder hochgucken, Herr Dr. Groß. Ja. Abzufedern, denn es sind natürlich auch eine ganze Menge Kosten für die Werbung entstanden. Recht herzlichen Dank dafür. Dann denke ich, ist es nicht selbstverständlich, dass wir so über die Ausführungsstätten verfügen konnten. Den Vertretern der Stadt Kleve dafür recht herzlichen Dank. Wir haben die Schwimmstunden zur Verfügung, die sind erstmal Grundlage dafür. Aber auch die Schwimmmeister haben mitgezogen. Wir haben an drei verschiedenen Stellen im Hallenbad Unterrichtsstätten aufgebaut. Das geht also nur dann, wenn also die entsprechenden Zuständigen auch unkompliziert mitwirken. Dafür auch recht herzlichen Dank. Und nicht zuletzt möchte ich mich bedanken bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, denn ohne die
Mithilfe von euch ist ja gar nicht gegangen. Wenn wir keine Auszubildenden haben, können wir nur noch Auszubildende ausbilden. Also nochmals recht herzlich für die Unterstützung bei allen, die mitgewirkt haben. Und ich darf dann unserem technischen Leiter, Bundesebene, dem Herrn Volkmar Fremel, das Wort erteilen. Jeder Deutsche ein Schwimmer, jeder Schwimmer ein Retter. Das war vor 81 Jahren die Devise der Gründer der DLRG. Und wir können in Deutschland stolz darauf sein, dass die Zahl der Schwimmer, der Anteil der Schwimmer sehr hoch ist. Das heißt, das erste dieser Maximen ist nach, sagen wir, weitgehend erfüllt. Und der Erfolg ist, dass Gott sei Dank auch die Zahl der Ertrinkenden aufgrund von Schwimmunfällen relativ gesehen im internationalen Verhältnis niedrig ist. Die zweite Maxime, jeder Schwimmer ein Retter, ist natürlich weit, weit schwieriger zu erreichen und ist wohl mehr ein Wunschtraum, aber doch ein Wunschtraum, der uns Ziel sein sollte. Und dieses Ziel zu erreichen, war leider immer schwieriger geworden und wir stellten fest, dass die Zahl der sich um das Rettungsschwimmabzeichen Bewerbenden zurückging. Also haben wir vor gut zwei Jahren darüber nachgedacht, was können wir denn tun, mehr Kameradinnen und Kameraden, mehr Interessierte aus der Bevölkerung zu uns zu holen, damit die Sicherheit an unseren Stränden, in unseren Bädern weiter gewährleistet ist. Landesverband Nordrhein möchte ich die Glückwünsche des Landesverbandsvorstandes übermitteln. Ich freue mich über den hervorragenden Erfolg dieser Ortsgruppe in der Kampagne Lerne Retten. Ich hoffe, dass diese hervorragende Öffentlichkeitsarbeit und die beispielhafte Ausbildung in der, im Rettungswesen beispielhaft ist und Ansporn für viele Ortsgruppen sein wird. Und mein Wunsch ist, dass die 1995 alle wieder mitmachen und insbesondere wieder so solche Positionen erreichen, wie es heute geschehen ist. Vielen Dank. Meine lieben Kameradinnen und Kameraden aus der DLRG, ich bin der Senior dieser Ortsgruppe Kleve, im nächsten Jahr 60 Jahre Mitglied der DLRG Kleve, aber auch Ehrenmitglied dieser Ortsgruppe. Und ansonsten bin ich stolz auf den Erfolg, den ihr errungen habt. Ich spreche euch als meine Kameradinnen und Kameraden an. Ich weiß, dass viele mich nur vom Sehen kennen, aber etliche von euch, und zwar die im Vorstand Tätigen, waren mal meine Mitarbeiter in der Ägide, als ich die Kleve DLRG leitete. Insofern habe ich die doppelte Freude, dass ich auf der einen Seite die Erfolge jetzt sehe und auf der anderen Seite, dass der Vorstand so homogen zusammenarbeitet. Und ich will das nicht verschweigen, es war nicht immer so bei uns in Kleve. In den letzten Jahren war mal ein Tief. Aber immer wenn die Schwankungen kommen, dann gibt es auch wieder das Hoch. Und das Hoch ist jetzt da. Und ich hoffe, dass es bleibt. Und das, was jetzt hier errungen wurde, was erreicht wurde, das gibt mir die Hoffnung, dass es weiterhin aufwärts geht, zumindest aber auf dem Level bleibt, wie es jetzt ist. Und das wäre schon viel gewonnen. Und gestatten Sie mir, oder gestattet mir, ihr lieben DLRG-Kameradinnen und Kameraden, ich habe als Ehrenmitglied mich bewogen gefühlt, einen Wanderpreis zu stiften. Diesen Wanderpreis darf ich heute dem in diesem Jahr erfolgreichsten Schwimmer der Ortsgruppe übergeben. Er ist dafür gedacht, dass in jedem Jahr die oder der, die Schwimmerin oder der Schwimmer, der erfolgreich in dieser Ortsgruppe war, dass der den Wanderpreis übernimmt. Und ich darf jetzt bitten, es kommt der Martin Kersjes, da ist er schon. Martin, es steht sogar mein Name drunter, jetzt kennst du mich besser. Ich
gratuliere dir und gebe dir den Wanderpreis und hoffe, dass du ihn entweder das nächste Jahr wieder erreichst oder eine bewährte Hände weitergibst. Ich danke allen. An Bedanken, bitte. Würde mich freuen, wenn noch alle hier bleiben und ein bisschen verwerben würden, zu persönlichen Gesprächen Zeit nutzen würden. Denn in Freiburg geht die ganze Sache erst gegen H2 los. Wir haben also noch eine gute halbe Stunde Zeit. Und ich denke, wir können jetzt erst zu persönlichen Gesprächen und uns